Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal nicht um ein Smartphone. Heute wollen wir ein kleines Gadget mal genauer unter die Lupe nehmen. Heute geht es um den OneMe B06 Plus. Ein Bluetooth-Transmitter. Ja, was macht ein Bluetooth-Transmitter? Ihr könnt ihn verwenden, um eine zum Beispiel alte Anlage, die noch nicht Bluetooth-fähig ist, mit Bluetooth auszurüsten. Ich habe hier auch mal ein kleines Setup aufgebaut und habe das natürlich alles ausprobiert und funktioniert natürlich wie beschrieben. Eine kleine Besonderheit ist noch, dass der Bluetooth-Transmitter auch noch eine 3D-Sound-Taste hat. Das soll sehr wahrscheinlich den Sound dann nochmal raumfüllender wiedergeben. Und ich muss sagen, ich habe es ja schon ein bisschen ausprobiert. Und ja, es hört sich ein bisschen anders an. Ob das jetzt 3D-Sound ist oder nicht, kann ich so nicht sagen. Es hört sich besser an, das kann ich zugeben. Und auch dem Gerät hier zuschreiben. Ihr seht, so ein bisschen schwarzes Design und mit dem blauen LED-Ring. Und alles Weitere natürlich jetzt hier bei diesem Gerät, direkt am Gerät. Und wenn wir doch mal ein bisschen fokussieren, seht ihr hier die Power-Taste, nebendran dann die 3D-Taste, hier nochmal OneMe und das ist die große Haupttaste, mit, wenn man noch nicht verbunden ist, mit Bluetooth-Verbindung aufzubauen und hier nochmal, wenn man dann verbunden ist und es läuft Musik, Play-Pause zu drücken. Ich habe das Ganze mit meinen Aktivlautsprechern mal verbunden. Die sind zwar Bluetooth-fähig, aber ich habe auch die Möglichkeit, Line-In anzugeben und habe das dann an meinem Line-Eingang von den Aktivboxen angeschlossen und dass ich es da halt wirklich auch richtig ausprobieren kann. Die Bluetooth-Verbindung war sehr schnell aufgebaut. Das Ganze übrigens hat mir die Firma TextSetter zur Verfügung gestellt. Link zu dem Shop zu TextSetter findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich habe das Ganze hier angeschlossen, hier über den Cinch-Ausgang, ebenso auch an meinen Aktivlautsprechern. Hier kommt das Netzteil rein. Als Netzkabel ist einfach nur ein USB-A Netzkabel dabei mit hier einem runden Stecker. Also ihr braucht einen Handy-Ladeadapter und dann läuft das Ganze schon. So, das soll es dann aber auch schon wieder gewesen sein zu dem kleinen Gadget hier. Vielen Dank nochmal an TextSetter. Wie gesagt, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mal unten in die Kommentare, was ich noch alles ändern könnte. Und natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen über ein Abo von euch, dass ihr weitere Videos hier auf dem Kanal natürlich nicht verpasst. Und damit bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!